Hallo, für das Semesterprojekt der Werk und Schule vom sechsten Semester habe ich diese kleine Szene hier aufgebaut und werde hier erläutern, wie man zum einen schnell so einen Raum aufbauen kann und dann mit Objekten aus dem Content-Browser oder auch aus dem Internet entsprechend befüllen kann. Ich werde dabei auch auf die Beleuchtung eingehen. Allerdings werde ich ohne indirekte Beleuchtung arbeiten, sondern die irgendwie hinmauscheln. Zum einen, weil das hier ein Einsteiger-Tutorial ist und zum anderen, weil die Renderzeit auch ja, im Rahmen gehalten werden soll. Ich habe das jetzt hier einfach mal im Editor gerendert und man sieht hier unten schon, dass das selbst auf einem 24-Kernrechner 23 Minuten gedauert hat. Da kann man natürlich noch optimieren, aber mit indirekter Beleuchtung, mal abgesehen von dem Aufwand, den man vorbetreiben muss, würde auch die Renderzeit noch deutlich nach oben gehen. Wir fangen also mit der Modellierung an. Ich arbeite hier mit der R21, die sieht ein bisschen anders aus als die R20, die im Moment von dem Semester benutzt wird. Aber die meisten Sachen lassen sich eigentlich auch irgendwie ja, transferieren. Ein bisschen anders aufgebaut ist der Content Browser, der mittlerweile nicht mehr die Unterteilung hat in diese verschiedenen Bundles, die es früher gab, Studio, Prime und so weiter, sondern hat mittlerweile eine, ja, andere Hierarchie, die, weil es diese Bundles nicht mehr gibt. Aber gut, wir fangen mal mit der Modellierung an. Ich habe dafür einen ja, containerähnlichen Aufbau gebastelt. Der hat jetzt die Abmessung, mal gucken, von circa 8 mal 3 mal 4 Meter. Ich erstelle also eine neue Szene. Und ich erzeuge als erstes einen Würfel. So, den passe ich von den Abmessungen her erstmal an. Das mache ich natürlich nicht hier unten drüber, weil solange ich hier ein nicht editierbares Objekt habe, also ein Grundobjekt, kann ich hier über die Werte nicht unproportional skalieren. Wenn ich jetzt hier 800 eingebe und da 300, sieht man, es springt immer auf die gleichen Abmessungen, also proportional. Wenn ich aber hier auf den Würfel klicke und auf die Attribute gehe, dann kann ich das hier eingeben. Als nächstes konvertiere ich diesen Würfel. Und jetzt werde ich zuerst einmal den Pivot, ne, die Achsenanfasser an die Unterkante setzen, um den Würfel auf den Nullpunkt zu platzieren. Ich gehe dafür auf Mesh, Achse zentrieren. Achse zentrieren, öffne dieses Feld. Bei mir ist es hier rechts schon im Layout abgelegt. Deswegen springt das jetzt hier nicht separat auf. Und ich sage hier Y minus 100%, damit das hier an die Unterkante springt und sage ausführen. Jetzt kann ich hier bei Position sagen Y 0. Wenn ich von der Seite drauf gucke, dann sehe ich, dass der Würfel jetzt hier schön auf dem Boden sitzt. Ich werde jetzt verschiedene Teile des Würfels abtrennen, denn ich möchte sowohl die Decke als auch den Boden separat haben. Dafür wechsle ich in den Polygonmodus. Wähle zuerst hier die Decke aus und drücke mit Rechtsklick auf Abtrennen. So, es wird ein neues Objekt erzeugt mit dem Zusatz Punkt 1. Das ist das Originalobjekt. Und wichtig ist, wenn ich das mal ausblende, gedrückte Alt-Taste kann ich hier die beiden Editor- und Render-Darstellungspunkte ausschalten. Dann ist das auf dem Originalobjekt immer noch erhalten. Das heißt, ich muss es hier eigentlich löschen, also hier auswählen, mit der Maus hier über das Fenster gehen. Nicht da, weil würde der Würfel gelöscht werden, sondern hier, um dieses Polygon zu löschen. Kann ihn einblenden. Und ich gebe dem auch gleich einen Namen, damit ich nachher nicht durcheinander komme. Deckel. So, das gleiche mache ich mit dem Boden. Einmal auswählen, Rechtsklick, abtrennen, auf dem Originalobjekt wieder löschen und als Boden bezeichnen. Das Originalobjekt nenne ich Wand. Weil jetzt habe ich die Möglichkeit, hier
jederzeit mal den Boden ein- und auszublenden oder wichtiger noch die Decke, um zum Beispiel von oben in meinen Raum hineinzugucken. So, jetzt hat sich meine Kamera ein bisschen verdreht. Stelle ich mal einmal zurück. Der schnellste Weg, denke ich. Und als nächstes möchte ich jetzt Öffnungen hier in mein Objekt reinschneiden, für die Tür und für die Fenster und dem Ganzen auch eine Wandstärke geben. Ich mache das so, dass ich zuerst die Öffnung reinschneide, damit ich weniger Arbeit habe. Ich zeige das einfach mal im konkreten neuen Beispiel. Die Szene speichere ich mal eben kurz. So, wenn ich meine Szene beispielsweise hier eine Ebene habe und ich sage, die hat keine Unterteilung und konvertiere die, entweder mit C oder mit Klick auf dieses Feld hier, dann könnte ich jetzt sagen, ich schneide hier entweder zuerst rein oder ich gebe dem Ganzen eine Wandstärke. Ich dupliziere das mal, ich halte Control gedrückt und schiebe mit gedrückter linker Maustaste so weg nach oben. Und ich werde jetzt hier zuerst reinschneiden und da zuerst extrudieren. Ich gehe in den Polygon-Modus und nehme jetzt mal das Loop-Schnitt-Werkzeug. Ich habe das bei mir hier unten abgelegt, kann aber auch per Rechtsklick hier aufgerufen werden. So, jetzt will ich in der Mitte des Polygons aus und entferne das. Wenn ich jetzt beide Ebenen nehme, ich kann die ruhig zusammen extrudieren, Polygon-Modus, extrudieren hier auswählen oder eben hier Rechtsklick, da extrudieren auswählen. Also will ich die Deckflächen anmachen. Ich möchte ja nicht, dass hier eine Öffnung entsteht. So, dann habe ich jetzt hier eine Wandstärke mit einer Öffnung drin. Hier habe ich jetzt nur eine Wandstärke. Und wenn ich jetzt hier eine Öffnung reinmachen möchte, kann ich natürlich immer noch das Loop-Schnitt-Werkzeug nehmen. Muss jetzt aber sowohl dieses als auch dieses Polygon auswählen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich kann das entweder löschen und hier mit dem Brückenwerkzeug schließen oder ich sage extrudieren und füge das zusammen und lösche dann die Flächen, wenn die auf einer Höhe sind. Habe dann aber eine Unterteilung mehr. Da gibt es also mehrere Möglichkeiten. Ich lösche es einfach mal, gehe in den Kantenmodus und nehme jetzt das Brückenwerkzeug oder eben hier Brücke. Kann jetzt hier von Kante zu Kante ziehen und das Loch schließen. Das Endresultat ist identisch, nur habe ich hier natürlich deutlich mehr Arbeitsschritte. Deswegen erst schneiden und die Öffnung reinbringen und dann extrudieren. So. Ich schneide jetzt erstmal wild drauf los, wähle die Wand aus und passe dann die Maße an. Also ich brauche irgendwie eine Oberkante für die Fenster und für die Tür, hier um die Tür rein. Und ich brauche eine Unterkante für die Fenster. Die Höhen passe ich gleich noch manuell an. So, dann möchte ich hier die Tür haben. Da ein Fenster. Hier kommt das große Panoramafenster hin. So. Diese drei Fenster, die möchte ich eigentlich gleich groß haben. Wenn mir jetzt die Abstände zu den Seiten erstmal egal sind, dann könnte ich das ganz schnell anpassen, indem ich sage, immer noch im Polygon-Modus, wähle ich die Loop-Selektion aus. Die finden wir hier. Dann gucke ich mal, was hier bei Abmessung steht. Dann sehe ich, x hat hier 153,792. Das ist natürlich kein so schöner Wert, weil sehr krumm. Dann mache ich mal 160 draus und das gleiche trage ich dann auch hier ein. So, hier könnte ich sagen, okay, ich möchte irgendwie, das ist in die Z-Richtung, ne, sehen wir hier und auch da, könnten wir 270 oder 80 sogar nehmen, je nachdem, wie breit das werden soll. Ich könnte aber auch einfach sagen, mir ist es wichtig, dass dieser Abstand hier auf beiden Seiten gleich groß ist. Das würde jetzt hier ein bisschen unpraktisch sein. Ich könnte natürlich das auswählen.
Man müsste gucken, wo ist denn mein Pivot von dem Feld? Das ist dieser hier. Ah doch, wenn ich mal recht schnell gehen, dann könnte ich jetzt einfach hier sagen, bei Z, man sieht das ja, der Wert verändert sich. Ich sage dort 0. Ja, der Pivot ist ja voreingestellt in der Mitte meiner Auswahl. Wenn ich jetzt sage 280, dann habe ich hier links und rechts den gleichen Abstand. Als nächstes passe ich erstmal die Höhen an, ganz hier oben. Mehrere Möglichkeiten. Entweder ich gehe in die F4-Ansicht, also F4 drücken, oder sofern die Programmtasten nicht separat zugewiesen worden sind, mit der Fn-Taste für Function dazu. Oder könnt natürlich auch hier oben rüber gehen, aber ich persönlich finde das recht unpraktisch. So, entweder ich gehe jetzt in den Kantenmodus, wähle die Rechteck-Selektion aus und ziehe einfach hier rüber. Alternativ könnte ich auch sagen, klicke hier doppelt drauf, auch dann macht er so eine Loop-Selektion oder eben das Werkzeug Loop-Selektion auswählen und diese Kante auswählen. Und die setzen wir mal auf 200. Da machen wir ruhig ein bisschen höher. So, dann nehmen wir als nächstes die untere Kante hier. Nicht wundern, dass mein Bildausschnitt immer springt. Seit der R21 ist die Magic Maus irgendwie, oder das mittlere Maus, die Taste ja auch das, die Zoom-Funktion hat, sehr empfindlich geworden. Man springt sehr schnell über das Ziel hinaus. Also zum Beispiel, ich kann dann einfach H drücken und habe dann die gesamte Szene wieder vor Augen. So, hier sagen wir 1 Meter. Und jetzt fange ich an, die Öffnung in meinen Back rein zu schneiden, nicht schneiden habe ich ja schon, geschnitten habe ich ja schon, sondern die Felder zu löschen. Ich gehe dazu in die perspektivische Ansicht, die F1-Ansicht oder alternativ Fn plus F1-Ansicht und wähle jetzt dieses und diese Polygone aus. Einfach entfernen drücken und jetzt kann ich eine Wandstärke erzeugen. Bei diesem Projekt geht es ja eigentlich um containerähnliche Aufbauten. Das heißt, die Wandstärken sind nicht vergleichbar mit einem regulären Haus, denn wir haben nur wenig Platz zur Verfügung. Und ich nehme jetzt einfach mal einen Wert von 10 cm für die Wandtiefe. Ich wähle also Extrudieren aus, schalte die Deckflächen an und sage hier 10 cm. So, jetzt ist der leider nach außen gegangen. Kann ich machen. Wenn ich nach außen arbeiten möchte, alternativ könnte ich auch hier minus eingeben und hätte dann minus 10 cm. Ich mache das jetzt mal, weil mir die Außenmaße wichtiger sind. So, und jetzt muss ich noch meinen Boden und meine Decke anpassen, weil die sind jetzt ja blattdünn. Ich wähle also den Boden aus, Polygonmodus wieder, Extrudieren Werkzeug. Neu transformieren, dann nimmt er den gleichen Wert nochmal, dann sehe ich, jetzt geht es in die falsche Richtung. Ich möchte ja, dass es nach unten geht und nicht hier rein. Wenn ich jetzt nochmal neu transformieren klicke, dann kriege ich hier so einen doppelten Extrude. Deswegen rückgängig machen, hätte ich hier einfach in dem Feld die Tab-Stop-Taste gedrückt, dann wäre jetzt einfach weitergesprungen und hätte sozusagen meine bestehende Einstellung überschrieben. Aber so ist es jetzt richtig. Blenden wir nochmal die Decke ein, sagen hier auch wieder extrudieren. Hier sind 10 cm wichtig. So, man kann sich das auch so merken. Wir sehen ja hier eine orangene Fläche. Hier hatten wir eben noch eine blaue Fläche. Ich mache das einfach mal rückgängig. So, hier ist orange. Wir haben jetzt ja keine Wandstärke. Hier ist blau. Das sind die normalen und Orange steht eigentlich für die Außenseite, oder die Oberseite und Blau für die Unterseite bzw. Innenseite. Das heißt, wenn ich jetzt Orange Außenseite haben möchte und verstärken möchte, dann kann ich mir eigentlich merken, positiver Wert. Oder wenn ich halt in den unteren Weg gehen möchte, dann negativer Wert, also Blau für eine Minus. So, jetzt passt natürlich meine
Unterposition nicht mehr so ganz. Ich gehe jetzt nochmal in diese F4-Ansicht. Dann sehe ich, mein Boden ragt unterhalb des Nullpunktes durch. Ich mache das grundsätzlich so, dass bei mir alles immer auf dem Nullpunkt steht. Also gleiche ich das jetzt auch nochmal an. Und dafür gruppiere ich meine Objekte. Ich will die also einfach so aus mit gedrückter linker Maustaste. Drücke Alt-G. Dann kriege ich ein Nullobjekt, also einen Ordner, den ich wieder aufklappen kann. Und den nenne ich jetzt einfach mal Rohbau. Gehe wieder auf mein Achsenzentrieren-Werkzeug. Wie gesagt, alternativ Mesh, Achse zentrieren, Achse zentrieren. Und wenn ich jetzt einfach hier auf Ausführen klicke, der hat die minus 100% vom Anfang noch beibehalten, dann passiert erstmal nichts. Denn ich habe ja hier Unterordner, also Unterobjekte in dem Ordner. Und die verhindern, dass das übergeordnete Objekt jetzt verändert wird, was diesen Pivot betrifft. Wenn ich aber eins von diesen Feldern hier anklicke, das nicht, das schon, dann übernimmt er das. Oder beziehungsweise ignoriert, dass hier Unterobjekte drin sind. Jetzt passt das hier soweit wieder. Ich kann auf den Modellbearbeiten-Modus gehen und kann jetzt hier sagen 0 cm. Das ist jetzt also an der richtigen Position. Und ich kann jetzt anfangen, mal ein paar Fenster und Türen hinzuzufügen. Beziehungsweise ich kann auch erstmal gucken, was ich mit dem Licht mache. Aber wir fangen einfach mal mit den Fenstern und den Türen an. So. Ich kann es aber selber modellieren, ich kann es auch runterladen ins Internet, aber ich kann auch einfach welche aus dem Content-Browser nehmen. Dort gibt es nämlich welche, die sehr detailreich sind und sich auch gut bedienen lassen. Ich wechsle dazu hier auf den Content-Browser und gehe hier in einen der beiden 3D-Objects-Ordner, das 3D-Objects-Ordner. Ich meine, das ist der zweite in diesem Fall. Habt ihr eine ältere Version als die R21, dann müsst ihr nach dem Ordner Visualize suchen und dort eben nach 3D-Modellen heißt es da, glaube ich. Und hier ist es nicht drin. Hier mit dem Pfeil könnt ihr in der Hierarchie nach oben springen. Da, Architectural Elements. Gehen wir raus. Ein bisschen vergrößern. Sehe, ich habe hier eine Tür drin. Die nehme ich jetzt erstmal. Das ist vielleicht die schönste Tür, aber sie funktioniert erstmal. Für unsere Szene. Und ich habe hier verschiedene Fenster. Ich nehme das oberste hier, das einfache Fenster. Doppelklick, wird das in die Szene geladen. Ich wechsle zurück hier auf den Objektemanager und sehe jetzt hier meine beiden Objekte. Die haben hier rechts eine Expresso-Schaltung dran. Das heißt, wenn ich das Objekt auswähle und mir mal die Attribute angucke, dann sind da Benutzerdaten hinterlegt. Da hat sich jemand also die Mühe gemacht und hat da eine sogenannte Schaltung aufgebaut. So etwas hier, um dem Objekt verschiedene Funktionalitäten zu geben, die dann über Schieberegler und Werte verändert werden können. So, wenn ich jetzt beispielsweise das Fenster auswähle, dann sehe ich jetzt hier, ich habe hier die Abmessung, ich habe hier die Unterteilung, das ist ja so ein Sprossenfenster, und ich habe hier unten Material zugewiesen. Also, gucke ich mir mal an, wie groß denn mein Fenster sein muss. Ich nehme also die Wand und ich wähle einfach mal dieses Polygon und mit gedrückter Shift-Taste dieses Polygon aus. Ja, jetzt sehen wir sogar, dass hier die normalen eigentlich verkehrt rum sind, denn die sind ja blau, also zeigen die Innenseite. Das ist normalerweise, wenn wir hier in Cinema 4D bleiben, nicht unbedingt ein Problem, solange die alle in die gleiche Richtung zeigen. Command A zeigt uns das dann. Wenn ich jetzt aber mit einer Spielengine arbeiten würde, dann kann das schon zu Problemen führen. Ich kann das einfach mal korrigieren, alles auswählen, Rechtsklick, normalen umdrehen. Jetzt ist schön orange. So, jetzt wähle ich dieses Polygon aus und mit gedrückter Shift-Taste dieses Polygon. Dann sehe ich, ich habe eine Breite von 160 cm und eine Höhe von 120. Ich nehme also mein Fenster.
Und bevor ich das jetzt einstelle, dupliziere ich das einmal. Entweder Command-C, Command-V oder mit gedrückter Control-Taste auf dem Mac und gedrückter linker Maustaste nach oben ziehen. So, dann lege ich jetzt eine aus und ich sage, was hatten wir? Schon vergessen. 1,60 auf 1,20. Ich gehe jetzt in die frontale Ansicht, die R4-Ansicht. Das ist ein bisschen schwer zu erkennen, aber irgendwo hier, das müsste mein Fenster eigentlich sein. Und wenn ich jetzt Modellmodus aktiviere, den Modellbearbeiten-Modus, und das Snapping aktiviere, das ist dieses Hufeisen oder der Magnet, und dazu, wenn ich länger drauf drücke, nochmal hier das Menü aufrufe und Kantensnapping aktiviere, dann schiebe ich das jetzt einfach hier hin, bis es hier an der Ecke so haften bleibt. Jetzt ist es natürlich noch zu weit im Raum drin und ich sehe auch gerade, ich habe die falsche Position erwischt. Ich muss da hin. Und ich schiebe es jetzt noch nach vorne. Ja, die Wand ist vielleicht jetzt ein bisschen dünn, aber das ist ja egal. Es ist ja nur eine Beispielszene. So, dann sehen wir, wir haben die Sprossen hier. Wir haben Decke blende ich nochmal aus, drücke Alt-Taste, Doppelklick hier drauf. Wir haben hier sogar einen Fenstergriff, wir haben Scharniere. Ja, es sind auf jeden Fall schöne viele Details drin. Und ich könnte dann natürlich sagen, okay, ich möchte die Sprossen behalten. Aber ich möchte sie weghaben, dann zieht das so. Und wenn ich sie behalten möchte, würde ich sie jetzt, glaube ich, von der Größe ein bisschen anpassen, damit die gleichmäßiger aussehen. Ich muss einfach mal ein bisschen mit den Werten umprobieren, bis ich da ein schönes Ergebnis habe. Das passt für mich soweit. Jetzt habe ich ja alle Öffnungen gleich groß gemacht, also diese drei nicht alle. Und damit ich nicht jedes Mal das Fenster duplizieren muss und den Rechner auch ein bisschen entlaste, benutze ich jetzt Render-Instanzen. Ich wähle also das Fenster aus, wenn es noch nicht ausgewählt ist, und klicke auf dieses Feld, Instanz. Das ist bei der R20, glaube ich, ein bisschen versteckt. Da muss man hier aber länger drauf drücken. Dann taucht das hier auf. Ich glaube, das ist ein anderes Symbol hier und ein anderes Objekt erstmal an oberster Stelle. Und wenn ich jetzt auf Instanz gehe, dann macht er automatisch von einem ausgewählten Objekt ein Duplikat. Und dann gibt es hier verschiedene Möglichkeiten, wie dieses Duplikat sich verhalten soll. Instanz ist das Einfachste, oder beziehungsweise das Einfachste ist Voreingestellte. Und die Render-Instanz, die sorgt dafür, dass ja, das ganze System noch ein bisschen mehr entlastet wird. Alle funktionieren so weit, dass das, was ich jetzt beim Hauptobjekt anpasse, auch auf die Instanz übertragen wird. Nur die weiteren Vorgehensweisen ändern sich ein klein wenig. Beispielsweise beim Licht würde ich keine Renderinstanz nehmen, denn das Licht kann darüber nicht dargestellt werden, dann ist für eine Instanz wichtiger. Aber bei so einem Fenster ist eine Renderinstanz eine super Sache. Also das schiebe ich jetzt hier hin, drehe das einmal um 180 Grad, gehe hier also auf den grünen Kreis und halte, während ich jetzt los, schon angefangen habe zu drehen, einfach die Shift-Taste dazu und springt er immer in so 5 Grad Schritt. Wieder auch bewegen, mache das mal per Shortcut mit E, R und T. So, passt das hier so an. Das dupliziere ich und setze das dahin. Und mein erstes Fenster, was ich zum Anfang dupliziert habe, das benutze ich jetzt für das große Panoramafenster. Ich drehe das jetzt also hier so hin. Und was mir jetzt noch einfällt, ist, ich möchte das hier weiter unten haben, also den Sockel. Ich wähle nochmal meine Wand aus. Gehe jetzt in den Punktemodus. Oder ich nehme den Polygonmodus und wähle dieses Polygon hier aus. Sehe ich, das hat Y eine Position in Y-Richtung von 100 cm. 280. Gehe wieder zu meinem Fenster. Ich kann das einmal hochschieben. So, jetzt habe ich das hier. Und ich positioniere das dort. Und jetzt gucke ich mir mal an, wie groß bei der Wand denn diese Polygone hier sind. Da habe ich 2,80 Meter auf 1,40 Meter.
Boah, jetzt noch ein paar mehr. Unterteilung. Vielleicht so in der Art. Gut, jetzt auch die Tür. Auch die hat eine Schaltung dran, hat ein bisschen weniger Einstellmöglichkeiten. Aber sieht man zum Beispiel, dass die geöffnet ist. Das kann ich jetzt auf 0 setzen. Und wir haben hier eine Türzarge. Wir müssen also eigentlich gucken, dass das und das an der Wand dran ist, nicht drin steckt. Ich positioniere die also jetzt auch wieder hier. Dann sieht man, dass der Pivot hier in der Kante sitzt. Ich schiebe es mal von Hand so hin. So. Und ich weiß, ich habe eine Tiefe von 10 cm. Das ist nicht der richtige Wert. Da. Aber er nimmt das fürs gesamte Objekt. Das heißt, ich muss jetzt hier doch noch mal ein bisschen rumprobieren. 13,8 vielleicht. 0,7. Gucken wir nochmal, wie groß die Öffnung eigentlich ist. So, diese beiden Polygone und dieses Polygon. Und dann sehen wir 125,5. Das ist ja ein toller Wert. Na gut, ich nehme jetzt einfach mal und 220. Was habe ich gesagt? 125,5. 0,5. Noch was anders. 125 draus. So, Tür. So, genau platziert. Das ist ja ein bisschen verrutscht. Und schon sitzt unsere Tür jetzt auch in der richtigen Position. Speicher nicht vergessen. Und nun gehe ich an das Licht. Mache vorne noch ein bisschen Ordnung. Wähle die alle aus und packe die hier mit rein. Kann die auch nochmal gruppieren. So, jetzt, wie gesagt, gehe ich an das Licht. Und das erste, was ich haben möchte, ist erstmal ein Umgebungsbild. Das erzeugt zwar jetzt direkt kein Licht, weil wir nicht mit indirekter Beleuchtung arbeiten, aber es ist entscheidend für meine Lichtstimmung hier. Ich gehe dafür in den Content Browser und suche mir ein HDRI Presets. So, hier läuft es unter Materials. In älteren Versionen ist es so, dass jedes Bundle einen eigenen Ordner dafür hat und da ist das dann unter Light Setup oder Licht Setup. Okay, hier finde ich es jetzt nicht. Ah, es hat sich unter Presets versteckt. Dann wahrscheinlich Lightning. Ja, HDRI. Und ich hatte jetzt mal eine Beispielszene. Eins von den beiden. Ich glaube, das war dieses hier. Das lade ich jetzt per Doppelklick. Erzeuge einen Himmel und packe dort meine Kugel drauf. Jetzt habe ich hier die untergehende Sonne und ich möchte die Kamera eh wie in meinem Vorschaubild so positionieren, dass ich von hier in die Richtung gucke. Insofern passt das schon mal soweit ganz gut. Und ich positioniere jetzt auch schon mal die Kamera. Ich erzeuge also eine, gehe hier hinein. Und ich wähle ein Objekt aus als Ankerobjekt, damit ich mich besser durch den Raum navigieren kann.
Also in etwa so. Aber mir ist der Ausschnitt zu klein. Ich sehe ja viel zu wenig von dem Raum. Nach der Sofa hier steht, dann stößt es ja wahrscheinlich schon fast hier optisch an die Kante. Das heißt, ich werde jetzt die Brennweite verändern. Gehe also auf die Kamera. Dann sehe ich hier unten bei Objekt Brennweite und ich nehme mal 24, also sehr weitwinklig. Ich kann noch ein bisschen mehr. Noch mal ein bisschen rein. Ja, vielleicht so. Durch diese niedrige Brennweite verzerrt sich das Ganze natürlich auch, aber ich muss ja irgendwie bei so einem schmalen Raum auch irgendwie den entsprechenden Raum mit einfangen. Muss man also irgendwie mit leben dann. So, und die sichere ich jetzt. In älteren Versionen war das mit Rechtsklick. Da stand hier Cinema 4D Tags. Da sucht man den Schutztag. Ich habe das jetzt hier unter Rigging Tags und Schutz in der R21. Dann ist die Kamera gesichert. Ich kann mich nicht mehr bewegen, es sei denn, ich gehe aus der Kamera raus. Ich schalte ihn mal auf nicht sichtbar, damit mich diese grünen Strahlen hier nicht so stören. So, und jetzt sehe ich, dass wir hier die untergehende Sonne haben. Und wir wollen ja ohne indirekte Beleuchtung arbeiten. Das heißt, wir müssen einmal natürlich den normalen Sonneneinfall simulieren. Und dann aber auch noch dafür sorgen, dass wir eine nette, ja, indirekte Beleuchtung hinfaken. Fangen wir mit dem Sonnenlicht an. Macht das so, dass ich hier bei der Decke, die jetzt Deckel heißt, Decke, den unteren Punkt rausnehme, weil so wird er mitgerendert. So wird das Ganze, ups, so sah das Ganze dann also mit ohne Lichtquellen aus. Ja. So, ich werde jetzt erstmal eine Ziellichtquelle erstellen. Könnte ich auch jetzt eine unendliche Lichtquelle entnehmen, das entspricht ja einem Sonnenlicht, aber ich möchte das ganz gerne komfortabel vom Steuern her haben. Ach, nicht IIS-Licht, da habe ich mich verklickt. Ziellichtquelle. Das ist mein Spot. Ach, das ändern wir gleich. So, da ist das Fenster, wo es rausgeht. Also muss irgendwo da. Ja, Snapping mache ich mal aus. Also irgendwo da so unser Licht sein. Ja, da wo die Sonne ist. Jetzt will ich, wenn ich es schon ausgewählt habe, habe ich ja zwangsläufig, wenn ich es bewege, die Lichtquelle aus und gehe hier unten mal auf den Typ und sage unendlich Fläche und drücke einfach mal auf den Render-Knopf. Das hier ist nicht so viel vom Licht, aber man sieht in dem Moment, wo ich eine Lichtquelle in meiner Szene habe und leuchte jetzt nichts aus, weil die irgendwie hier gegen die Wand trifft. Wahrscheinlich haben wir hier irgendwo links einen hellen Fleck. Können wir mal gucken. Aber auf jeden Fall ist jetzt allgemein alles dunkel geworden. Vorher war ja ohne Lichtquellen noch irgendwas hell. Das ist eine komische Grundausleuchtung vom Cinema Setup. Cinema 4D Setup. So, jetzt stelle ich mal dahin und gucke in die Richtung und gucke mal, was mein Sonnenlicht dann vielleicht mit der Ecke da macht. Da ist es. Okay, ich möchte aber, dass hier so ein bisschen was noch auf dem Boden passiert. Also, auch wenn ich jetzt vielleicht die Position ungefähr getroffen habe, drehe ich das so ein bisschen hin. Und damit ich immer sofort sehe, was passiert, gehe ich hier auf das Renderfenster und sage interaktiver Renderbereich. Und passt ihn hier ein bisschen an. So, jetzt hier kommt die Ecke langsam durch. Da habe ich nichts. Ist eigentlich schon zu hoch dafür, aber so ein bisschen was hätte ich hier gerne auf dem Boden. Okay, wir brauchen noch eine Farbe. Untergehende Sonne, schon sehr gelblich, orange.
Ein bisschen zu viel. Aber so in der Richtung könnte das irgendwie hinhauen. Okay. Jetzt brauchen wir Aufheller hier für die Seiten, damit da Licht reinkommt, und einen großen, damit wir hier auf dem Boden richtig was sehen. Beim Vergleich dazu hätte ich jetzt Global Illumination, also indirekte Beleuchtung, eingeschaltet. Mal ganz einfache Werte dafür. Sieht man hier, wenn Strahlen hingeschossen, dann kriege ich hier eben diese Lichtausbeute von meiner Lichtquelle. Ja, die Flecken liegen jetzt an den Qualitätseinstellungen. Aber vom Grundding ist es ja so, Licht trifft hier rein, prallt ab, trifft auf die nächste Wand und erhellt somit meine Umgebung. Wir versuchen das jetzt einfach anders zu lösen, und ich gehe dafür kurz in die Draufsicht und erzeuge hier bei den Lichtquellen eine Flächenlichtquelle. Packe ich noch das Fenster. Skaliere so ein bisschen. Na, vielleicht nicht zu knapp, irgendwie so. Und ich werde jetzt noch den Schatten aktivieren, also Licht auswählen, Fläche, Schatten, und rendere das Ganze wieder. Jetzt kriege ich schon mal hier Licht hin. Das ist natürlich ein bisschen viel und auch zu gleichmäßig, und das liegt daran, dass die Einstellungen hier sehr rudimentär sind. Es gibt noch eine andere Lichtquelle, das ist dieses physikalische Licht, da hat man diese Eigenschaften, die ja in einem physikalischen, korrekten Licht entsprechend schon eingeschaltet. Die sind beim normalen Flächenlicht nicht drin, das kann man aber auch selber einschalten. Eine Sache ist, man geht hier auf Details, ein bisschen runter, und guckt mal, was hier bei Abnahme steht, nämlich gar nichts. Das heißt, das Licht nimmt nicht ab, es scheint ewig gleich stark weiter, egal wie lang die Entfernung ist. Ich kann das aber auf invers quadratisch physikalisch richtigstellen. So, je nachdem, wie stark der Wert eingestellt ist, das ist natürlich viel zu hell für einen Aufheller. Hier, also wie gesagt, abhängig von der Stärke würde jetzt hier hinten auch das Licht schon schwächer werden. Hier ist es auf jeden Fall stärker. Aber das funktioniert auch nicht ganz korrekt. Ich muss zusätzlich noch sagen, bei fotometrische Intensität einschalten. Erst dann ist es wirklich ein physikalisch korrektes Licht. Und jetzt würde ich nicht mehr hier über die allgemeine Intensität die Stärke einstellen, sondern hier über die fotometrische Intensität. Damit ich wieder schnell ein Ergebnis sehe, lade ich hier wieder den interaktiven Renderbereich. So, und mache das jetzt nicht zu stark. Vielleicht waren die 1000, die voreingestellt waren, schon ganz gut. Und ich würde dem Ganzen auch eine leichte Einfärbung geben. Das ist kein weißes Licht, sondern eine Abendstimmung. Also ich zur Farbe. Ich kann das über Farbtemperatur machen, oder ich gebe halt selber eine Farbe ein. Dann müsste man jetzt hier durch die Farbwerte kennen. Ja, also hier hohe Werte sind kühler. Und je weiter ich nach unten gehe mit den Werten, desto gelber oder ja, röter wird das Ganze nachher. Man sieht es aber auch hier, es wird ja schon angezeigt. Und diese Lichtquelle setze ich jetzt auch nochmal vor diese Fenster. Das kann ich jetzt über eine Instanz machen, sofern ich davon ausgehe, dass sie die gleiche Stärke haben sollen. Wenn ich jetzt noch mit den Werten spielen möchte, also das stärker als das zum Beispiel, dann ergibt das keinen Sinn, dann würde ich es einfach duplizieren. Kann ich das auch mal machen. So. Und einmal hier rüber. Gucken, was der Render Manager macht. So, jetzt sehen wir, dass wir hier schön diese indirekte Beleuchtung haben. Ja, vielleicht hier an der Wand ein bisschen zu stark, aber
werde da eigentlich auch noch eine Deckenlampe platzieren. Ja, vielleicht nehme ich diese Lichtquelle ein bisschen runter. Reicht für diesen Schritt erstmal. Den Rest passen wir dann an und das Feintuning machen wir dann, wenn hier auch Texturen und weitere Objekte in der Szene sind. Ich schalte den also wieder aus in den Render-Bereich. Das kann ich auch mit Alt-R machen. Das kann ich noch wieder einschalten. Und gruppiere mal mein Licht. Alt-G. Die Umgebung packe ich auch in den Ordner. Nicht vergessen. So, und jetzt möchte ich ein paar Objekte in meine Szene laden. Beziehungsweise, nein, ich möchte erst die Texturen für Wand, Decke und Boden anfertigen. Klickt man sich jetzt also durch den Content Browser, findet man dort auch eine Vielzahl von passenden Materialien. Man muss nur eine Kleinigkeit beachten. So, hier sind die Materials. Gehe ich mal rein und ich fange mal mit dem Boden an. Gut, nicht gerne. Und ich hatte im Vorschaubild so ein Fischgrätparkett eingebaut und das lade ich jetzt mal. Einfach bei Doppelklick draufklicken. Und jetzt gucke ich mir das Material mal an. Doppelklick hier drauf, es geht auf und jetzt sehe ich Folgendes. Ich sehe, dass im Reflektivitätskanal hier unter Ebene Farbe, ich habe hier zwei Ebenen, nämlich Default Specular und Layer. Im Default Specular liegt das Farbbild und das sieht so komisch verrauscht aus. Das ist einfach ein anderer Aufbau von Texturen, der vor allem für den Pro-Renderer von Cinema 4D geeignet ist, der aber wieder ganz anders arbeitet als der Standard-Renderer, mit dem wir jetzt arbeiten werden. Der Haken an der Sache ist, wenn man das Material so verwenden würde, sind die Renderzeiten recht lang. Und es bleibt auch relativ lang noch so rauschig. Man kann das aber einfach umbauen. Man könnte jetzt sagen, okay, ich gehe hier rauf. Ja, Aktivität, Farbe. Shaderbild kopieren. Geht auf den Farbkanal. Sagt hier Shaderbild einfügen. Aktiviert den Kanal. Das ist erstmal ziemlich hell. So, jetzt gehe ich hier in den Ebenenreiter und schalte den einfach mal aus. Und damit habe ich jetzt ein neues Material erhalten. Darauf sollte man schon achten, denn ansonsten hat man da, abgesehen von langen Renderzeiten, auch lange einfach nicht so schöne Ergebnisse. Das ist also eine Möglichkeit. Ich kann mir so Material aber auch selbst aufbauen, wenn ich beispielsweise jetzt nur so ein Farbbild habe. Gucken wir das mal an. So, das ist die Textur, die dem hinterlegt ist. Und ich werde jetzt dieses Bild benutzen und daraus einen vernünftigen Holzfußboden machen. Die liegt ja hier im Preset-Ordner irgendwo drin und möchte mir jetzt die Hand rausholen, also sage ich wieder hier Shaderbild kopieren und auf diesen Pfeil klicken. Ich erzeuge ein neues voreingestelltes Material. Das ist so ein Standardmaterial. Hier sieht man ansonsten auch nochmal, es gibt eine Vielzahl von neuen Materialien, Node Material, oder Material Standard, physikalisches Material und auch ein Übermaterial. Und das neue Standardmaterial, das ist eigentlich das hier. Das ist der Farbkanal aktiviert und bei Reflektivität ist dieses nervige Glanzlicht drin, was ja eigentlich nicht so wirklich schön ist. Aber da gehen wir gleich drauf ein. Also Farbkanal, ach, ich muss erstmal einen Namen geben. Parkett. Jetzt bin ich im Farbkanal und sage hier Shaderbild einfügen. Reflektivität gehe ich hin. Ich möchte eine richtige Reflektivität haben, nicht so ein hingemauscheltes Ding. Und ich lösche dieses Glanzlicht. So, was passiert hier erstmal nichts. Sage ich hinzufügen. Nämlich GGX oder Beckmann, je nachdem. Die sind unterschiedlich so von der Spiegelungskurve, also wie sie sich darstellen. Und haben
Dann natürlich auch unterschiedliche Ergebnisse, funktionieren aber beide so weiter. Jetzt ist es ja so, dass so ein Holzfußboden eine Lackschicht oben drauf hat. Also darf das nicht so aussehen. Ich sehe auch gar keine Holzstruktur mehr. Ich gehe also hier unten auf Ebene Fresnel und sage hier dielektrisch. Das sind nämlich im Prinzip Lacke. Sieht man ja auch schon im Vorschaubild, was jetzt passiert. Kann ich hier die Glanzlichtstärke noch rausnehmen und könnte jetzt hier die Rauigkeit meines Materials einstellen. Nehmen wir mal 30%, von mir ist auch 20. Nun ist es allerdings so, dass ich überall die gleiche Spiegelungsstärke habe, die gleiche Rauigkeit. Wenn ich ein bisschen Abwechslung da reinbringen möchte, denn so ein Holz ist ja nicht ganz gleich, es hat ja hier Rillen zwischen den einzelnen Parkettstreifen, dann kann ich das Ganze noch modifizieren. Dafür nehme ich dieses Bild, was ich eh schon habe, da kriegt man auch Graustufenbilder dazu, die man verwenden kann, aber in diesem Fall habe ich ja jetzt nur das. Ich sage wieder Shaderbild kopieren, gehe auf Reflektivität und kopiere das hier bei Farbe rein. So, dann sieht man, es ist eingefärbt worden und es passiert hier relativ wenig, aber ich möchte hier gar nicht, dass es diesen Farbwert hat, sondern ich möchte über Graustufen regeln, dass es eben unterschiedlich stark spiegelt und rau ist. Und deswegen will ich das jetzt entsättigen. Ich gehe hier drauf und sage Filter. Kann ich hier draufklicken oder da. Komme ins Untermenü und kann jetzt hier sagen, falscher Wert, nicht den, sondern die Sättigung raus und im Zweifelsfall auch ein bisschen den Kontrasten spielen. Dann habe ich hier ein schönes Graustufenbild und das kann ich wiederum benutzen, um hier im Reliefkanal auch ein bisschen Erhebung reinzubringen. Also Shaderbild kopieren, dann nimmt ihr das gefilterte Bild. So, da muss man gucken, 20% ist meistens zu viel, aber vielleicht 5 oder so. Ich weiß gar nicht, was die hier im Ursprungsmaterial drin hatten. Ja, auch 5. Jetzt habe ich also meinen Holzboden und muss ihn nur noch zuweisen. Ich gehe dafür mal in die Ansicht nach oben. So, nehme hier das Material und schiebe das einfach mal so drauf. Oder ich kann es auch hier ablegen. Boden. Und dann ist es ziemlich gestaucht, weil voreingestellt immer bei Projektionen das UVW-Mapping eingestellt ist. Und das orientiert sich eben an den UVs, also U und V, und verzerrt das Material. Ich kann es aber einfach von der Projektion auf Quader stellen. Und dann ist es eben nicht mehr verzerrt. Und ich kann es einfach von der Größe einstellen. Was ich jetzt aber noch machen würde ist, Moment, ich mache jetzt das Licht aus, geht das Material ja überall rüber. Das sehe ich zwar von drinnen nicht, aber vielleicht bin ich auch immer noch mal aus mit der Kamera. Ich würde es also praktisch nur dieser Fläche hier innen zuweisen. Könnte ich einfach machen, ich gehe auf das Bodenobjekt, Polygonmodus und wähle dieses Polygon aus und friere diese Selektion ein. Dann habe ich aber unter Umständen hier eine Blitzerkante. Was ich also auch machen könnte, um das zu vermeiden, ist, ich verkleinere dieses Polygon. Das kann ich machen mit Rechtsklick und dem Befehl Innen extrudieren. So, nach innen, also müssten es wahrscheinlich 10 sein, wir haben ja 10 cm Wandstärke. Ah, falsche Richtung. So. Und jetzt haben wir ein Polygon, das genau mit der Wand abschließt. Und wenn ich jetzt sage, Selektion, einfrieren, wo ist es? Da. Kriege ich also einen Selektionstag. Und wenn ich das Material auswähle, sehe ich hier, es fällt Selektion und kann dort mit gedrückter linker Maustaste den Tag einfach hineinziehen. Und jetzt ist diese Textur nur auf dieses Polygon zugewiesen. Jetzt möchte ich die Textur ganz gerne drehen. Ich möchte nicht, dass das Paket so läuft, sondern in diese Richtung. Ich wähle also den Tag aus und das Objekt und gehe auf den Texturbearbeiten-Modus. Dann sehe ich, das ist meine Textur. So wird die hier rauf projiziert. Und die drehe ich jetzt. Wieder einfach anfangen zu drehen und dann Shift dazu drücken. Dann springt der 5 Grad Schritten, dreht es 90 Grad. Und dann kann ich das schon mal wieder rendern.
Noch ein Ausschnitt. Das ist durch die Rauigkeit natürlich ziemlich grobkörnig. Das liegt aber auch daran, dass wir noch keine Qualitätseinstellung beim Rendern vorhanden haben. Das machen wir später, aber für den ersten Eindruck, denke ich, ist das nicht so schlecht. Was ich aber eben vergessen habe, ist, mir fehlt noch der Aufheller hier, der Hauptaufheller. Ich nehme mal diese Lichtquelle und dupliziere die. Und ja, nicht im Texturmodus. So, schieb die mal hier vors Fenster. Durch größer werden. So. Und der kann ich auch ruhig ein bisschen mehr Stärke geben, weil da ist die Lichtquelle, also die Sonne, die scheint hier rein. Also ich denke ich mal, dass die 1000 hier ein bisschen wenig sind. Wir haben es ja vorhin bei der indirekten Beleuchtung auch gesehen. Und ich nehme jetzt nochmal 2000. Das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Dass das hier noch so dunkel ist, liegt natürlich daran, dass es gar kein Licht richtig in diese Richtung geht. Also nur dezent. Das machen wir nachher noch mit einem Licht, das wir hier hinten verstecken und mit einer Deckenleuchte, die wir platzieren. So, jetzt möchte ich hier ein Sofa platzieren. Dazu lade ich mir ein Modell aus dem Internet. Das Sofa, was ich in meiner Szene verwendet habe, ist von Vitra. Und das Schöne ist bei der Vitra-Seite, dass man von allen Produkten auch CAD-Dateien bekommt. Also Produktionsdaten. Das hatte ich hier ausgewählt. Und das sind Produktionsdaten, die man auch in Cinema 4D verwenden kann. Wenn man hier ein bisschen runter geht, dann sieht man irgendwo genau CAD-Daten, CAD-Daten. Und kriegt eine Vielzahl von Objekten oder von Formaten angeboten. Generell funktionieren die fast alle. Oder ich glaube, die funktionieren sogar alle in Cinema 4D. Erfahrungsgemäß ist FBX eigentlich mit am besten geeignet. Und dann kann man ja auch Download klicken, lege die Datei runter. Ich habe das natürlich schon gemacht. Und kann das FBX dann einfach öffnen. Und zwar ziehe ich diese FBX-Datei einfach auf mein Cinema 4D-Icon. Ich hätte auch einfach sagen können, öffnen. Das wäre genauso gegangen. Das ist der Vorführeffekt. So. So, jetzt geht hier, wir gehen die Importeinstellungen auf. Da stehen eine ganze Menge Sachen drin. Die meisten kann man einfach vernachlässigen. Klicke OK. Eine neue Szene öffnet sich und hier habe ich mein Sofa. Das ist sehr komfortabel, weil jetzt muss ich es nicht modellieren. Ich müsste halt nur ein paar Anpassungen vornehmen. Aber was mir auffällt ist, dass Vitra eben auch noch den Grundriss praktisch oder die Grundform hier als Spline hinterlegt hat. Das ist natürlich nicht so schön. Und wenn ich hier mal das Objekt aufklappe, ist das eine unglaublich wirre Hierarchie. Hier sind die FBX, die Splines drin, die ich ja gar nicht haben möchte. Und ich hätte das gerne ein bisschen aufgeräumter. Aber ich möchte mich hier nicht durchklicken, bis ich das erste Polygon finde und so weiter, weil hier auch eben Duplikate drin sind. Da sind noch so Instanzen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Sache lösche, kann es sein, dass das mit kaputt geht dann hier, weil das Referenzobjekt fehlt. Und ich mache jetzt Folgendes. Ich ändere einfach meine Darstellungsform hier. Gehe dafür auf Ansicht, flacher Baum. Das wird erstmal alles aufgelistet. Und dazu noch vertikale Tags. Weil jetzt wird alles beieinander angeordnet, was zum gehört. Das sind hier die Materialien, das sind die Tags, die hinten dran sind und irgendwann kommen hier meine Modelle. Da geht's los und das zieht sich bis hierhin durch. Ich hatte Shift gedrückt, das oberste Objekt habe ich hier ausgewählt. Wähle das aus und ich jetzt Command X drücke für Entfernen. Die Ansicht wieder umschalte,
Kann ich den Ordner löschen und habe hier mein Objekt. Ich drücke wieder Alt-G für Gruppieren und nenne das einfach Sofa oder was auch immer. Jetzt habe ich eine schön aufgeräumte Struktur. Ich könnte jetzt hier diese ganzen Instanzen noch auswählen und als Renderinstanz darstellen. Machen wir wieder flacher Baum und vertikale Text. Kann nicht so viel ordentlicher durch, als ich dachte oder gehofft habe. Schon eine ganze Menge Objekte. So, Renderinstanzen. Doch alles noch dargestellt, super. Ansicht zurückschalten. Ich könnte das auch gerne nochmal speichern, aber ich kann auf jeden Fall jetzt sagen, ich nehme das. Command C, drücke V, dann öffnet sich hier das HUD, gehe auf Projekte und wechsle zu meiner Szene. Und platziere das mit Command V. So, jetzt gehe ich in die Draufsicht, drehe das nochmal so durch die Gegend, bis es passt. So, was jetzt auffällt ist, dass wir hier ganz schön viele Unterteilungen haben. Ich wähle jetzt mal nur die Polygonmodelle aus. Was ich jetzt machen werde, das ist praktisch optional, man muss es nicht machen. Ich mache das immer sehr Übersichtlichkeit halber, weil es vom Arbeiten unter Umständen ein bisschen einfacher ist. So, ich wähle also alles aus beim Suchen, was Polygonobjekt ist. Gehe aus der Kamera aus. Und wechsle mal in den Polygonmodus. Und dann sieht das so aus. Jetzt ist es ja so, dass wir, wenn wir hier vielleicht noch irgendwelche Korrekturen vornehmen wollen, mit einer einfachen Struktur oder einer sauberen Struktur besser arbeiten können. Ja, das ist schon sehr, sehr fein, also einfach in Dreiecke unterteilt. Und in Cinema arbeitet man eigentlich mit Quadraten optimalerweise. Ich wähle jetzt also mit Command A alle Polygone aus und ich möchte, dass das Quadrate werden. Rechtsklick. Jetzt gibt es den Punkt untriangulieren. Da drücke ich aber nicht sofort drauf, weil da passiert nur ein bisschen was, sondern ich gehe hier auf das Zahnrad. Und dann gibt es hier einen Winkel, der ist relativ niedrig eingestellt. Und wenn ich den auf 30 Grad erhöhe, dann kriege ich jetzt hier eine schöne, saubere Struktur. Und jetzt könnte ich hier zum Beispiel mit der Loop-Selektion auch Sachen auswählen, was vorher gar nicht gegangen wäre. So. Ups. Jetzt noch die Deckenlampe. Jetzt keine von Vitra, die haben dann nur japanische Papierlampen, die möchte ich jetzt nicht, sondern ich nehme eine aus dem Internet. Können wir mal gucken, TurboSquid ist ein großer Anbieter, was die so haben. Ich glaube, meine war von hier. Genau. Die sind jetzt natürlich kostenvoll. Ich möchte eine kostenfreie haben. Na gut, da kann man auch immer suchen, bis man eine findet, die einem gefällt. Ich habe das ja schon gemacht. Ich möchte jetzt gerne die gleiche wieder nehmen. So, also ich habe jedenfalls diese hier gefunden. Ich meine, das war von CG Trader, wo ich eben auch schon war. Dann sieht man, das ist ein einziges Objekt. Das ist alles zusammengepackt worden. Ist aber nicht schlimm. Dann sehe ich hier verschiedene V-Ray-Komponenten. Das ist ein externer Renderer, den ich ja gar nicht habe. Das brauche ich also nicht. Aber die Lampe kann ich soweit erstmal verwenden. Auch hier wieder. Alles auswählen, Rechtsklick, untriangulieren, 30.
Und ich brauche hier oben noch eine Halterung. Das Kabel kommt in die große Decke und ich mache mir das mal ganz einfach und erzeuge einfach eine Kugel, die ich dann hier positioniere. Ich mache das einfach so Pi mal Daumen. Mal das Snapping an. Also irgendwo da, das so sitzen. Ist ein bisschen groß. Vielleicht so. Die Kugel kann ich konvertieren. Gehe in den Punktemodus und wähle die oben Punkte aus und lösche die. So, kopiere hier einfach beides und sage der Kennleuchte und hier die meine Szene. Die schön über das Sofa rüber, der Snapping an. Oder vielleicht da so hin. Nun muss ich der noch Material eingeben und eine Lichtquelle. Es ist ja hier alles beisammen in einem Modell, aber ich habe diese Selektionstags und hier sieht auch Glass Light. Ich könnte also mein Glass Light auswählen und hier einfach schnell mal ein Glasmaterial erzeugen. Farbe aus, Reflektivität, Glanzlicht löschen, Transparenz einschalten. Dann ist hier in der R21 schon voreingestellt Brechung Glas. Wobei ich glaube, das kommt woanders her. Was haben wir hier? Doch. Das ist also der Standardwert in der R21. Und dann kriege ich automatisch auch eine Reflexion dazu, nämlich über diesen Transparenzkanal. Und kann dieses Material, ah ne, es ist ja schon zugewiesen, weil ich habe ein bestehendes geändert. So. Dann haben wir hier noch zwei Materialien. Wie heißen die denn? Ach, die haben keinen. Na, Black Metal. Nehmen wir das mal und machen auch ein schwarzes Metall. Reflektivität, wir löschen das Glanzlicht. Beckmann oder GGX wählen. Mache hier eine Rauigkeit rein und ich gehe hier mit der Farbe runter. Mit der Farbkanal also aus. Also vielleicht so. So, und das hier, das müsste eigentlich der Glühdraht sein. Dem können wir ja mal ein sehr leuchtendes Material geben. Vielleicht so irgendwie. Jetzt brauchen wir da auch eine Lichtquelle. Könnte natürlich jetzt einfach sagen, okay, ich nehme hier eine Glühbirne und schaue mal, ob das gut funktioniert. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Ergebnisse mit diesen Punktlichtern irgendwie immer so mäßig sind. Ich benutze deswegen lieber eine Flächenlichtquelle, auch wenn die natürlich jetzt erstmal von der Form her nicht optimal ist. Also positionieren. Packe es mal da so hin. So, also ist wie gesagt ein Flächenlicht und wenn ich jetzt hier den Schatten einstellen würde, dann würde sowas Lustiges an der Wand machen. Nämlich hier eine Schattenkante hinwerfen, weil das nach da und nach da strahlt. Ich kann aber auch unter Details sagen, die Flächenform kein Rechteck, sondern ich möchte eine Kugel haben. Muss natürlich gucken, dass die nicht zu groß ist. Holen wir gleich aus. Und ich sage wieder Abnahme physikalisch. Korrekt. So, und ich aktiviere jetzt hier die photometrische Intensität. Ich möchte dann wieder ein korrektes Licht haben. So, dann kann ich hier sagen, Farbtemperatur. Und je nachdem, wie warm man das oder kalt man das haben möchte. Und ich mache für den induktiven Renderbereich an. Dann kriege ich jetzt hier so komische Flecken oben. Da ist die Lichtquelle jetzt einfach ein bisschen zu groß und hier zu nah dran. Das möchte ich natürlich so nicht, also ein bisschen kleiner mit der Skalierfunktion.
Das passt soweit für mich. Jetzt ist mir das hier natürlich noch zu dunkel. Und ich habe das Gefühl, das Sofa schwebt im Boden. Tatsache. Da sind ja schließlich auch Füße unten drunter. Also einmal hochsetzen. Und vor allem erstmal den Pivot nach unten. Also Achse zentrieren. So. Kann man nochmal das Material vom Sofa angucken. Das war ja mitgeliefert. Ich muss jetzt selber keins erzeugen. Also ich könnte hier noch ein bisschen was einstellen, wenn ich möchte. So lackartig soll das sein. Glanze ich wieder weg. Muss natürlich aufpassen, je rauer, desto länger die Renderzeiten. Achso, verrutscht ist es auch noch. Na, vielleicht da so. Und jetzt fehlt eigentlich gar nicht mehr so viel. Wir brauchen noch ein Licht, was in die andere Richtung strahlt, um hier die indirekte Beleuchtung zu simulieren. Und ich brauche eigentlich noch ein Material für die Wand. Achso, und eine Sockelleiste hätte ich gerne noch. So, Material für die Wand kann ich entweder selber erstellen, indem ich so ein neues Material erstelle, einfach weiß und im Reliefkanal ein bisschen Struktur reinbringe. Oder ich gehe wieder in den Content-Browser. Guck mal, irgendwo gibt es hier Wall. Da. Na, ein bisschen drin, rau. Hier ist mit so einem Muster. Wallpaper. Ich nehme mal diese hier. Und auch hier ist es wieder so, dass das für den Pro-Renderer eigentlich ausgelegt ist. Ich kopiere also wieder das Bild. Lösche das hier. Na, guck mal, hier ist es schon abgelegt. Kann ich also einfach anschalten. Haben die schon dafür so optimiert. Gehe jetzt mal kurz mit der Kamera raus und pack das jetzt hier auf die Wand. So, riesengroß, verzerrt. Also wieder sagen, Attribute Quadermapping. Und dann, wie gesagt, das ist aber auch viel zu groß. Entweder ich skaliere das jetzt wieder hier über den Modus, so dass ich eine schöne Form habe, meine Größe. Oder was ich alternativ machen kann, ist, ich sage aber hier Länge U, Länge V, nicht mehr 100%, gibt beides. Habe ich jetzt eine Größe gefunden, von der ich denke, dass sie gut hinhauen würde? Ja, das ist vielleicht immer noch zu groß. Eher so. Dann kann ich dieses Material auch mal duplizieren, auf die Decke schmeißen, indem ich Control drücke und hier so rübergehe. So. Mal kurz angucken. Dann haben wir so einen Ausschnitt hier. Passt soweit erstmal. Jetzt fehlt noch die Sockelleiste. Um eine Sockelleiste zu bauen, die hier praktisch einmal um die Innenwand rumläuft, kann ich die bestehende Wand auswählen. Wand, gehe wieder in die Draufsicht. Und ich wähle jetzt im Kantenmodus diese umlaufenden Kanten aus. Sehe ich hier zwar nicht von meinem Kamerawinkel aus, aber vielleicht mit hier mal in die andere Richtung gucken, schadet also nicht. Jetzt will ich mit Rechtsklick den Befehl Kantenselektion zu Spline. Dann kommt hier so ein Plus zu meinem Polygonobjekt, da kann ich draufklicken. Und habt ihr einen Spline, der an der Wand langläuft. Wenn ich jetzt diesen Spline in einen Sweep packen würde, dann bräuchte ich noch einen zweiten Spline, der die Hülle, also die Form meiner Sockelleiste definiert, hinzuladen. Oh, ich packe das da mal rein, passiert erstmal nichts. So, und so eine Sockelleiste, ja, kann man sich im Internet angucken oder im Baumarkt von mir aus. Na, auch ein
Szene auf. Ich kann sowas dann auch selbst bauen. Ich könnte also praktisch hingehen und sagen, okay, die wird wahrscheinlich irgendwie so. Ne? Den richtigen Maßstab. Als Beispiel. Nicht ganz hübsch geworden, aber würde irgendwie funktionieren. Dann kann ich sagen, okay, ich wähle die Punkte aus, gucke ich, okay, die sind nicht auf der richtigen Höhe. Das ist ein Abstand zwischen 0 und dann auf 0 Punkt. Die sind auch zueinander verschoben. Diese hier auch. Ja, und der Rest, den könnte man aus ästhetischen Gründen nochmal anfassen, aber funktioniert für mich jetzt soweit erstmal. Vielleicht machen wir da eine weiche Interpolation draus. Jetzt ist natürlich wieder eine Biegung hier drin. Kann ich aber ganz schnell fixen, indem ich sage, okay, ich verschiebe den ein bisschen, wähle wieder beide aus, die habe ich ja schon korrigiert. Sagen wir jetzt Z0. Jetzt habe ich einen Anfasser, aber auch eine Gerade. So, 1575 cm, das ist ein bisschen arg hoch. Ja, ich würde sagen, normalerweise hat die so, ja, wenn es eine hohe ist, 10 bis 15 cm. Sonst kann ich natürlich einfach sagen, okay, ich gehe auf Skalieren, mache das kleiner, oder ich sage, ich gucke mal, wie es der Ist-Wert, kopiere den in der Höhe, gehe auf Bearbeiten, Skaliere Projekt und kopiere bei aktuelle Skalierung den Wert rein und sage hier 12. Jetzt nehme ich den, gehe in meine Szene, V drücken für das Fenster hier, Projekte, Wohnsegment, hier rein und ich lege den jetzt hier hinzu. So, jetzt sehe ich allerdings nichts. Der ist wahrscheinlich irgendwo hier in der Wand verschwunden. Wenden wir das mal aus. Ja, die Ausrichtung ist nicht optimal. Was daran liegt, dass ich nicht ganz optimal gebaut habe. Normalerweise mache ich das immer so, dass ich in die X-Richtung modelliere. Ich habe es diesmal mal anders gemacht. Das war kein Problem. Ich kann einfach mein Achsenbearbeiten-Feld hier aktivieren, gehe auf Rotieren und drehe jetzt den Pivot. 90 Grad. Ach, oben und unten stimmt auch nicht. Das ist so ein super Vorführeffekt. Aber wenn man sich mal anguckt, wo der Boden ist, sieht man, das steckt im Boden drin. Das möchte ich ja so gar nicht. Das heißt, ich möchte das eigentlich nach oben laufen lassen. Ich drehe jetzt aber nicht wieder den Pivot hier von meinem Profil. Ich nenne das jetzt auch mal Profil. Sondern ich nehme den Spline, der an der Wand lang läuft, wähle alle Punkte aus, Achsen kann ich nicht abwählen, drücke Command A und sage jetzt Rechtsklick, Punktereihenfolge, Reihenfolge umkehren. Zack, nach oben gesprungen, guckt aber immer noch in die falsche Richtung. Also jetzt müssen wir doch nochmal hier an dem Pivot, also hier Profil auswählen, Modellbearbeiten-Modus, Achsenbearbeiten-Modus. Dann sage ich hier mal plus 180. Jetzt zeigt es in die richtige Richtung, können wir das einblenden. Und schon habe ich meine Sockelleiste in der Szene. Jetzt könnte ich natürlich noch mehr Details reinbauen, reicht für mich aber. Also jetzt noch hinten Lichtquelle reinsetzen. Dafür dupliziere ich einfach mal das Licht, was ich in das Fenster gepackt habe. Das ist das hier. Und schiebe das hier in den Raum. Hier aufpassen, Achsenbearbeitungsmodus da ausschalten. So. Und ich gebe dem jetzt eine andere Färbung. Ich denke mir mal, so von der Temperatur kann es ein bisschen bläulicher sein. Und hier zum Beispiel ein Fernseher, dann wird er eh so ein bisschen bläulich strahlen. Und wir müssen dann gucken von der Stärke. Ich packe den Veränderbereich an. Ich will auch den unteren Bereich sehen.
Ja, also wenn ich natürlich eine richtige Lichtquelle hier an wäre, wäre das okay. Ich finde das ein bisschen zu stark. Vielleicht so ungefähr. Gut, jetzt sind wir eigentlich schon so weit, dass wir rendern könnten. Ein bisschen Ordnung machen. So, jetzt öffne ich mal die Rendervoreinstellung. Voreingestellt ist mal der Standardrenderer, der ist ziemlich fix, rendert aber qualitativ nicht so hochwertig, zumindest bei bestimmten Einstellungen nicht. Und ich muss vor allem im Vorfeld sagen, wenn ich final rendere, hier bei der Kantenglättung, dem Anti-Aliasing, dass es hier auf Bestes gestellt wird. Ups, da wollte ich nichts ändern, sondern ich kann Rendern drücken, Command-R oder klick auf das Feld hier. So, hier kommt er gut klar an der Wand. War auch schon ein bisschen länger. Ein Glas, mehrere Glasscheiben voneinander. Das ist halt keine einfache Glasscheibe. So, wahrscheinlich dreifach verglast oder so, zweifach. Da brauchen wir schon ein bisschen länger. Aber spätestens beim Fußboden mit der rauen Spiegelung, da wird er dann wirklich deutlich länger brauchen und trotzdem kein so schönes Ergebnis liefern. Der Schatten ist auch ein bisschen kriselig. So, jetzt sieht man es hier unten auch. Das ist noch nicht so wirklich schön. Ich müsste jetzt also die Qualität meines Materials ein bisschen hochschrauben, weil ich hier eigentlich ja schon auf dem Besten bin, was geht. Ich kann natürlich noch hier mit den verschiedenen Werten spielen. Also jetzt sehen wir auf einen Pixel, inwieweit die Pixel mit Strahlen beschossen werden, die dann für die Berechnung dieses Pixels da sind. Aber das ist dann für die gesamte Szene und dadurch geht die Renderzeit enorm nach oben. Was ich machen könnte ist, ich öffne das Material hier, gehe unter Reflektivität und hier zum Reiter Sampling. Und hier habe ich eine Qualitätseinstellung, nennt sich Sample-Unterteilung. Auch hier wieder auf ein Pixel berechnet, wie viele Strahlen hingeschossen werden, wie viele Samples, Strahlen, die dieses Pixel berechnen. Hier ist so der Standardwert, da muss man echt aufpassen, weil je höher ich den Wert setze, desto länger dauert das zu rendern. Ich kann ja mal 6 nehmen. Sieht man in der Vorschau schon, dass es besser wird. Kann da jetzt mal den Ausschnitt. Schon besser, aber noch nicht gut. Vielleicht ein bisschen extrem. Hier brauchen wir jetzt schon eine ganze Ecke länger. Und das Problem ist auch, wenn ich mehrere raue matt oder matt rau spiegelnde Materialien habe, muss ich das für jedes Material machen. Ich habe also noch einen deutlichen Mehraufwand und dazu eben noch die langen Renderzeiten mit gar nicht so perfekter Qualität, wie ich finde. Deswegen benutze ich den Standard-Renderer eigentlich gar nicht so gerne, weil ich schon oft mit rauen Spiegelungen arbeite. So, was ich stattdessen gerne mache, ist, dass ich hier in die Rendervoreinstellung gehe, hier findet man sie, und hier von Standard auf physikalisch gehe. Dann ist der Punkt hier ausgegraut. Das heißt, die Kantenglättung wird gar nicht mehr über diesen Reiter eingestellt, sondern läuft jetzt über den Wert physikalisch. Ein weiterer Vorteil ist, den Schatten hätte ich normalerweise jetzt hier bei jeder Lichtquelle einzeln einstellen müssen. Das machen wir zu. So. Und hier bei Schatten ist es auch wieder ausgegraut und da muss man sich erstmal mit diesen drei Feldern befassen, wie die zusammenhängen. Nämlich den physikalischen Renderer. Dann ist es einfacher, wenn man sich mit diesem Feld hier erstmal befasst hat. Man kann natürlich auch einfach die Sample-Qualität über die Reiter hier einstellen. Aber hier unten
das ist der Punkt, um den es eigentlich geht, da habe ich einen Punkt, der heißt Matt-Effekt. Und der ist auf 2. Und der Matt-Effekt ist die Rauigkeit. Gut, der Schatten ist klar, damit kann ich die für alle Lichtquellen Qualität hochstellen. Aber diese beiden Regler steuern jetzt praktisch global für die ganze Szene die Qualitätseinstellung und es muss nicht mehr bei jedes Objekt einzeln gemacht werden. Auch hier vorsichtig sein, nicht irgendwie 6 eingeben, das dauert irrsinnig lange. Aber so ab 3 wird es eigentlich interessant. Allerdings immer beachten, dass die Kantengattung an sich ist noch hier auf einem niedrigen Wert. So, der rendert jetzt. Hat nicht mehr so viele Kerne, weil die teilen sich jetzt sozusagen ein so ein Bucket hier oder ein so ein Feld wird über die ganzen Kerne da gerendert. Aber ich finde, die Qualität ist jetzt schon besser als das, was ich eben gesehen habe und das bei einer höheren Geschwindigkeit. Gehe ich jetzt mal ins Material rein, dann sehe ich das hier unten bei Sampling, der Wert auch ausgerottet. Ich komme da also gar nicht mehr ran. Läuft alles hier rüber. So, ich kann natürlich gucken, ob ich das mit dem Ergebnis zufrieden bin oder ich kann hier mit der Sample-Qualität noch ein bisschen hochgehen. Ich habe mir angewöhnt, hier feste Werte zu nehmen, die ganz in den meisten Fällen ganz gut funktionieren, weil ich finde Mittel zu langsam von der Renderzeit. Aber mit diesen Werten, die ich durch viele Testrender mal rausgefusselt habe, habe ich eigentlich eine ganz gute Mischung aus Qualität und Geschwindigkeit. Das braucht schon ein bisschen länger, aber das Ergebnis ist meistens dann doch ganz schön. So, wenn ich mit dem Schatten noch nicht zufrieden bin, kann ich auch hier den Wert erhöhen. Also mal vorsichtig und dann gucken. Finde ich jetzt aber soweit erstmal okay. Ja, wenn ich damit zufrieden bin, kann ich hier Materialien noch ein bisschen rumspielen. Ich weiß gar nicht, was für ein Bild das ist. Muss ich mir nochmal angucken. Oha, das ist ja winzig klein. Egal, nehmen das mal. Wir können ja bei Reflektivität sagen, okay, ist Glanzlicht. Löschen wir und fügen hier ein eigenes hinzu. Das ist ein bisschen mehr diffuser Glanz hier drauf. Okay, und wenn ich jetzt das final ausgeben möchte, sage ich bei Ausgabe die Auflösung, die ich haben möchte, beispielsweise Full HD. Qualität habe ich hier eingestellt. Dann könnte ich jetzt sagen, einfach klick hier drauf, render mir bitte das Bild. So, Bild ist fertig, hat 21 Minuten gedauert, war schon ganz ordentlich, ist auf meinem Rechner. Man kann da sicher noch ein bisschen was einsparen oder es eben in die Höhe treiben, wenn man noch mehr Details verwendet. Ich sehe gerade hier zum Beispiel das Material auf den Fußleisten, auf den Sockelleisten vergessen. Ja, aber auf jeden Fall ist es von der Ausleuchtung her doch so weit ganz schön geworden.